Ihr fragt euch zu Recht gleich zu Beginn, was hat denn Krafttraining und vor allem das Training der Bauchmuskeln um Himmels Willen mit Bergsteigen und dem Bergsport zu tun? Das ist doch kompletter Schwachsinn, oder? Ja, das dachte ich auch lange, bis ich mich vom Gegenteil überzeugen konnte. Darum geht's heute beim Training für die Berge um das Thema Bauchmuskeln. Krafttraining im Bergsport, da denkt man ja am ehesten noch an die Beine, vielleicht noch ein bisschen an die Arme, aber sonst. Versuchen wir uns das mal herzuleiten, warum die Bauch- und Rückenmuskulatur denn eigentlich so spannend sein könnte. Da könnte man ja gleich mehrere richtige Thesen finden. Ganz grundsätzlich verbindet unser Rumpf die Arme mit den Beinen. Und egal ob beim Bergsteigen mit Stöcken, am Klettersteig, beim leichten Klettern, beim Sportklettern oder beim Alpinklettern, immer brauchen wir sowohl Arme als auch Beine. Und die Verbindung dazwischen, der Rumpf, der trägt maßgeblich zur Stabilität und vor allem zur muskulären Kontrolle zwischen den Gliedmaßen bei. Warum kann das aber ein Problem sein? Unsere Stabilität bleibt mehr oder weniger immer gewährleistet, da wir sofern gesundheitlich einwandfrei zumindest unsere Knochen und unsere Wirbelsäule haben, die uns aufrecht hält. Leider können die das nicht besonders gut, zumindest nicht über lange Zeit. Was dann passiert ist, dass unsere Verbindung, der Rumpf, zwar immer noch funktioniert, aber die gesamte Last und sämtliche Zusatzbelastungen auf die knöchernen Strukturen verlagert werden. Knochen und dabei vor allem die Wirbelsäule sind aber dafür einfach nicht gemacht worden. Und wenn wir nun intensiven Bergsport betreiben, dann wird uns genau dieses Problem dermaßen auf den Kopf fallen, dass wir langfristig Schäden an der Hüfte, der Wirbelsäule und den Schultern haben werden. Die Quintessenz des Ganzen ist klar. Wir müssen der Wirbelsäule dabei helfen und ihren Job etwas erleichtern. Denn wir haben ja eigentlich etwas, was wir ganz einfach aufbauen können, was uns in keiner Weise schadet, und unsere Wirbelsäule wird es uns über die Jahrzehnte hinweg danken. Wir haben Muskeln. Seitliche Bauchmuskeln, Gesäßmuskulatur, den Latissimus und die vordere Bauchmuskulatur, die helfen uns dabei, aufrecht zu gehen, ohne die Wirbelsäule dabei zu belasten. Diese Muskulatur behält uns in einem korrekten Gleichgewicht und verhindert Haltungsschäden. Muskeln sind also der Schlüssel zum gesunden Bergsteigen. Und jetzt kommt der wichtigste Schlüsselsatz. Die Bauch- und Rumpfmuskulatur wird uns das Bergsteigen nicht erleichtern, aber sie wird uns ermöglichen, dass wir diesen wunderschönen Sport auch noch in 10, 15 Jahren machen können. Denn habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn ihr eure Haltungsschäden 10, 15 oder 20 Jahre lang in den Bergen mit euch herumschleppt? Es führt zu Schäden, die nie wieder behandelt werden können und euch physisch einfach kaputt machen. Und genau das verhindern unter anderem die Bauchmuskeln und eine damit einhergehend verbesserte Haltung. Was ich bei fast allen Bergsteigern im Gebirge sehe, damit meine ich Anfänger und Profis, ist eine der beiden Haltungsformen, die sich immer weiter verschlimmert, je schwerer der Rucksack wird oder je länger die Tour ist und je müder der Körper insgesamt wird. Das ist einmal die gekrümmte Haltung, bei der der Körper versucht, die Last über die Beine zu bringen und damit die geschwächte oder kaum vorhandene Rumpfmuskulatur auszugleichen. Und dann gibt es noch die zweite Haltung. Die ist für die untere Wirbelsäule eine Katastrophe, das sogenannte Hohlkreuz, berühmt und berüchtigt. Bei dem versucht der Körper, die Last wieder über die Beine zu bringen und das Rucksackgewicht am Gesäß abzulegen. Beide Bewegungen und Haltungen sind typische Zeichen einer Ausweichbewegung, weil der Körper die stabile, aufrechte Haltung einfach nicht mehr packt. Fehlende Muskeln. Ich möchte euch jetzt ein paar Einsteiger- und leicht fortgeschrittene Übungen für die vordere und seitliche Bauchmuskulatur zeigen. Ihr müsst keinen super Sixpack ausarbeiten, ihr müsst keine Turnübungen aus den olympischen Disziplinen nachmachen und es geht nur darum, eine grundlegende Muskulatur, die wir alle haben sollten, um uns langfristig gesund bewegen zu können. Deshalb starten wir jetzt einmal hinein in die Übungen. Ich erkläre sie euch, zeige sie euch kurz vor und danach besprechen wir, wie oft und wie lange ihr diese Übungen machen solltet. Los geht's! Ich habe mir da so ein paar Übungen über die Jahre zusammengesucht, die meiner Meinung nach am allerbesten funktioniert haben für mich. Und da gibt es Übungen von relativ leicht bis relativ schwer. Viele sagen, ja gut, ich habe einen Kletterhintergrund, deswegen ist meine Körpermitte, meine Bauchmuskulatur relativ gut trainiert und auch meine Rückenmuskulatur. Ich zeige euch aber natürlich nicht die Übungen, die ich persönlich mache, um meine Bauchmuskeln zum Beispiel so am Leben zu halten, wie sie jetzt sind. Also wir fangen heute nicht an mit Sachen wie Front Lever oder sonstigen Sachen, sondern wir schauen uns wirklich nur Anfänger bis, ich sag mal, Intermediate-Übungen an, die wirklich für die meisten von euch über die Zeit zu schaffen sind.
Die erste Übung, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch, das sind sogenannte Planks. Das ist relativ langweilig, aber ich zeige euch dann gleich nochmal eine Variante, die etwas anspruchsvoller ist, damit wir dann auch ein bisschen was für die Intermediate-Geschichte drinnen haben. Fangen wir mal an. Planks sind relativ easy. Ich glaube, die meisten von euch wissen, wie sie funktionieren. Die Sache ist nur, dass viele Leute bei den Planks vergessen zu atmen. Und das Wichtige bei unseren Übungen, egal was wir jetzt hier machen, ist, dass wir wirklich eine konstante, ruhige und tiefe Atmung haben. Aber eben keine flache Atmung und keine angespannte Pressatmung oder sowas, sondern wirklich versuchen, so natürlich wie möglich zu atmen, weil nur dann arbeitet unsere Muskulatur ja auch so, wie sie dann letztlich im Einsatz funktionieren soll. Deswegen starten wir jetzt mal mit der einfacheren Variante der Planks oder der einfachen Plank-Variante. Wir gehen in den ganz normalen Unterarmstütz. Spannen die Gesäßmuskulatur und den Bauch an. Wir ziehen den Bauchnabel richtig rein und dann versuchen wir das hier so zu halten. Je länger wir das halten können, desto besser. Und gerade wenn wir die Bauchmuskeln anspannen, merken wir einfach, dass alles brutal unter Spannung steht und dass alle Muskeln gebraucht werden. Und das können wir eben so lange machen, wie wir es aushalten, so lange wie wir eben wollen. Wichtig bei den Planks ist, dass wir nicht das hier machen. Also nicht ins Hohlkreuz gehen, das ist wahnsinnig ungesund, sondern schön die Arschbacken zusammenkneifen und die Bauchmuskeln richtig hart anspannen, denn dann kann das erst gar nicht passieren, dass wir ins Hohlkreuz kommen. So, das ist so die erste Übung, die ich euch zeigen kann. Das ist mit Abstand die leichteste Variante von den Planks. Ihr könnt das Ganze natürlich, wenn ihr sagt, boah, ich schaffe ja gar keinen Plank, dann könnt ihr das natürlich auch auf den Knien mal probieren, wenn euch das zu anstrengend ist. Auf den Beinen ist es so ungefähr wie mit den Liegestütz. Da gibt es ja auch quasi die Damen, also die Damenvariante sagt man ja nicht. Es sind einfach leichte, weil ich kenne genug Damen, die auch ganz normale Liegestütz schaffen. Aber die leichtere Variante, mit der ihr dann anfangen könnt. Gut, die nächste Plank-Variante ist schon etwas anspruchsvoller. Das ist nämlich, wir gehen von der Plank-Position in die Liegestützposition und dann einfach wieder zurück. Und das möglichst mit einem flachen Rücken, ohne im Rücken zu krumm zu werden. Das ist eine Übung, die auf ähnlicher Stufe steht mit einer anderen Übung, die ich euch gleich zeige, die auch etwas mit einer Bewegung zu tun hat, denn der klassische Plank, das ist ja eine sehr, sehr statische Variante, eine sehr statische Übung. Und da schauen wir uns jetzt ein paar dynamische Varianten an, die etwas anspruchsvoller sind. Dafür gehen wir zuerst in den ganz normalen Unterarmstütz, in die Plank-Position. Und dann machen wir nichts anderes als mit einem Arm aufstützen, mit dem anderen Arm auch und dann mit dem Arm, mit dem wir angefangen haben, einfach wieder runter zu gehen. Dabei bleiben die Bauchmuskeln schön angespannt und je langsamer ihr das macht, desto anstrengender ist das natürlich für die Schulter und für die Armmuskulatur ebenfalls. Das ist natürlich auch ein ganz tolles Training für den Trizeps, für den Bizeps, für den Deltamuskel, für die Schultermuskulatur, ist eine ziemliche Allround-Übung. Eine weitere Variante davon, die ebenfalls sehr dynamisch ist, die auch für die Bauchmuskeln eine sehr ganzheitliche Übung ist, ist ebenfalls eine Variante des Planks. Mittlerweile muss ich sagen, hat sie ein bisschen an den Effekt verloren, aber gerade zu Beginn, als ich die Übung entdeckt habe, war die wirklich Mord. Schauen wir sie uns an, ganz klassisch in den Unterarmstütz, in die Plank-Ausgangsposition. Vielleicht die Unterarme ein bisschen weiter nach vor. Denn wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen, unsere Nasenspitze zu unseren Füßen zu bewegen, indem wir unsere Beine, unser Gesäß nach außen, nach oben strecken, unsere Arme nach hinten drücken und dann gehen wir wieder in die Ausgangsposition. Bauchmuskeln, alles bleibt angespannt. Alles bleibt hart und auf Spannung. Heute kann ich mich gar nicht so gut selber kontrollieren. Kein Spiegel, gar nichts. Das ist sehr ungewohnt. Egal. So, und das ist eben auch nochmal eine etwas schwierigere Variante,
die ein bisschen eine Dynamik reinbringt. Das ist auch nicht schlecht, denn wir haben ja Muskeln, gerade in den Bergen, gerade beim Klettern. Wir bewegen uns ja, unsere Bauchmuskeln bewegen sich ja die ganze Zeit. Statische Übungen sind nicht schlecht, um die Kraft aufzubauen und um den Muskel zu ermüden. Aber diese Bewegung, die können wir damit fast schon simulieren. Das ist wirklich praktisch. Warum das Ganze so wichtig ist, das haben wir ja vorher schon besprochen. Und ich weiß natürlich, ich habe sehr, sehr viele Profis unter meinen Zusehern. Deswegen, wenn euch die Übungen zu einfach sind, gerade die jetzt kommenden Übungen, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Einfach eine Hantelscheibe dazu nehmen. In dem Fall wären das jetzt zum Beispiel 10 Kilo. Ihr könnt das auch mit 1,5 Kilo machen, mit 5 Kilo, mit 20 Kilo, wie auch immer. Ihr könnt auch eine Hantelstange nehmen und die mit 100 Kilo vollpacken. Ist vollkommen egal. Weil bei unserer nächsten Übung, den klassischen isolierten Sit-Ups, da können wir uns die Übung deutlich schwerer machen, indem wir uns einfach zack, ein bisschen Gewicht auf die Brust legen, weil dann heben wir dieses Gewicht zusätzlich nochmal drauf. Das solltet ihr aber wirklich machen, wenn ihr Sit-Ups drauf habt, also diese klassischen Crunches, und ihr merkt, da passiert nichts mehr, ich mache 50 Wiederholungen und irgendwie, ich merke nichts davon. Dann könnt ihr euch einfach ein bisschen Zusatzgewicht nehmen. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt über zu den Sit-Ups. Natürlich könnt ihr, wenn ihr eine Hantelbank habt, aber wir wollen das ja mit möglichst wenig Equipment jetzt hier hinkriegen, weil je weniger Equipment man braucht, desto weniger Ausreden gibt es, die Übungen zu machen. Aber wenn ihr eine Bank habt, auf der man Sit-Ups machen kann zum Beispiel, dann könnt ihr die, wenn ihr die negativ einstellen könnt, natürlich es euch auch schwerer machen, indem ihr die Bank einfach weiter runterklappt. Und dadurch legt sich der Rücken sozusagen nicht in eine normale Position, sondern deutlich weiter zurück. Und dann habt ihr natürlich mehr Strecke, die ihr zurücklegen müsst, um ganz nach oben zu kommen. Ist natürlich dann auch viel anstrengender, auch für den unteren Rücken. Auch ganz praktisch. Nächste Übung, sogenannte Leg Raises, ich nenne sie so, vielleicht haben sie auch einen anderen Namen, weiß ich nicht, sind für mich, für die untere Bauchmuskulatur, eine wahnsinnig spannende Übung, weil wir brauchen die untere Bauchmuskulatur auch beim Klettern sehr viel. Gerade je steiler es wird, wenn es vielleicht sogar mal leicht überhängend wird, wenn wir vielleicht mal bouldern gehen etc., da brauchen wir die untere Bauchmuskulatur, da brauchen wir Bauchmuskeln, die uns die Beine an der Wand halten. Egal, ob das eine Plastikwand ist, eine Felswand oder sonst was. Auch für die Körperstabilität, für die aufrechte Haltung ist auch die untere Bauchmuskulatur wahnsinnig wichtig. Nicht nur der untere Rücken, auch der untere Bauch. Und dafür gibt es Leg Raises und die zeige ich euch jetzt. Auch wieder ein paar Varianten, bisschen leichter, bisschen schwieriger und dann ja, schauen wir mal. Grundsätzlich sollte die Übung immer im Fliegen starten, dass die Beine fliegen, und dann könnten wir zum Beispiel mal diese Übung hier machen. Die ist relativ einfach. Schaut, dass ihr hier 12, 13, 14, 15 Wiederholungen schafft, bevor ihr zu den schwierigeren Übungen übergeht. Denn die schwierigeren Übungen, die erfordern dann nochmal ein bisschen mehr Stabilität, und da sollte dann grundsätzlich diese Übung schon sitzen können. Etwas schwieriger ist es dann, die Beine, nachdem wir sie angewinkelt haben, in die Höhe zu strecken. Da brauchen wir dann schon etwas mehr Kraft und das ist dann sozusagen die nächste Übung. So. Übrigens zu den Wiederholungen sage ich dann gleich nochmal im Anschluss nach den Übungen was. Das variiert je nachdem, ob es eine Halteübung ist oder eine Übung, wo wir einzelne Wiederholungen haben, variiert das ein bisschen. Komme ich aber dann gleich nochmal separat dazu. Das Highlight bei den Leg Raises ist meiner Meinung nach klar der ganz klassische, solide Leg Raise mit ausgestreckten Beinen oder zumindest fast ausgestreckten Beinen. Da kann man nicht viel falsch machen, ist eine relativ einfache Übung. Schaut, dass der Rücken am Boden unten bleibt und nicht immer wieder abhebt, dass ihr kein Hohlkreuz macht. Hohlkreuz ist der Killer für alles, das haben wir ja heute schon besprochen. Die Haltung ist so wichtig, deswegen brauchen wir diese ganze stabile Muskulatur ja, damit wir eben eine schöne Haltung am Berg haben. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an, wie das aussehen sollte. Bei den Übungen wirklich immer versuchen, dass der Bauch
angespannt bleibt. Dadurch bleibt der untere Rücken in der Regel auch deutlich leichter und deutlich besser unten. Und das hier ist keine gute Haltung für die Übungen. Ihr streckt dadurch den Bauch so raus, ihr kommt dadurch ins Hohlkreuz. Das ist einfach nicht gut. Bleibt mit dem Rücken möglichst unten. Wenn die Seiten ein bisschen hochkommen, ist das noch okay. Aber ihr solltet verhindern, dass hier der ganze Arm so drunter passt. Das ist nicht gut. Einfach unten bleiben. Ihr könnt auch gerne die Hände ein bisschen unter das Gesäß legen. Dadurch habt ihr ein bisschen mehr eine Stabilität in der Seite. Und dann kann es auch schon losgehen. So, übrigens, falls ihr auch die Leg Raises mal schwerer machen wollt, es gibt so Gewichtsmanschetten für die Beine. Das solltet ihr wirklich nur machen, wenn ihr schon lange dabei seid und mit diesen Übungen überhaupt keine Probleme habt. Dann könnt ihr euch das theoretisch auch noch zulegen. Aber wenn wir die Übungen bis jetzt mal so ein bisschen analysieren, dann sehen wir, dass wir hauptsächlich relativ gerade Übungen gemacht haben. Wir haben uns relativ wenig zur Seite bewegt. Mit den nächsten zwei Übungen werden wir das aber jetzt ändern und wir werden ein bisschen die seitliche Bauchmuskulatur einbinden. Die seitliche Bauchmuskulatur ist für die Stabilität am Berg, vor allen Dingen mit schwerem Rucksack, ebenso wichtig wie die vordere Bauchmuskulatur. Und deswegen sollten wir die natürlich auch dementsprechend trainieren. Dafür könnt ihr euch entweder eine Hantel nehmen oder aber auch eine Hantelscheibe. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ihr könnt das übrigens auch mit Wasserflaschen machen oder ihr macht es anfangs ganz ohne Gewicht. Das bleibt euch ganz selbst überlassen. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr mit dem Zusatzgewicht sehr, sehr gut steuern. Fangt vielleicht erstmal ohne irgendein Gewicht an und schaut, wie es euch dabei geht. Schafft ihr mehr als 15 Wiederholungen, 12, 15 Wiederholungen, dann könnt ihr ja ein bisschen Gewicht drauf tun. Nehmt euch eine kleine Wasserflasche, probiert es mal damit, nehmt euch mehr, mehr, mehr. Irgendwann, jetzt nehme ich hier 12 Kilo, ihr könnt natürlich auch weniger nehmen. Wichtig ist, macht lieber weniger Gewicht und dafür habt ihr dann eine saubere Ausführung, als wenn ihr sehr, sehr viel Gewicht drauf packt und dann habt ihr irgendwie eine schlechte, unsaubere Ausführung. Das kann einfach nichts. Deswegen schauen wir es uns jetzt einfach mal an, die Übung. Wieder keine Ahnung, wie das heißen soll. Ich zeige es euch einfach. Ihr nehmt euch dann einen eigenen Namen dafür und Hauptsache ihr macht sie. Dazu strecken wir die Beine so ein bisschen hoch, so ein bisschen 90 Grad. 90 Grad in die Bauchmuskulatur, 90 Grad, vielleicht ein bisschen weniger zu Oberschenkel, Unterschenkel und dann zack, zack. Wir nehmen einfach das Gewicht und packen es immer auf die andere Seite. Dabei können die Beine sich ruhig ein bisschen bewegen, das macht nichts. Und dann versucht ihr das Gewicht wieder auf die andere Seite zu heben. Nicht absetzen, sondern einfach rüberheben. Ich muss euch sagen, unter dem Studiolicht, das ist schon richtig heiß. Und das macht ihr einfach 12, 14, 16 Mal, wie ihr es schafft, wie es gerade geht. Nehmt euch einfach mehr Gewicht. Wenn es zu einfach ist, nehmt euch weniger Gewicht, wenn es zu schwer ist. Wenn euch die Übung, fangen wir mal weg, ohne Gewicht zu schwer sein sollte, dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr nehmt euch ein bisschen ein Gewicht, nehmt euch zum Beispiel nur die Hantelstange selber, nehmt euch ein bisschen Gewicht drauf, wie auch immer. Lasst die Füße auf dem Boden, so, Fersen rein und dann macht ihr das einfach, ja, einfach ohne die Beine in der Luft. Das ist dann zwar nicht so sehr ein Training für den unteren Bauchmuskel, aber trotzdem wird die Seite hier ein bisschen trainiert. Und das ist ein guter Anfang, um dann eben in die schwerere Übung mit den fliegenden Beinen überzugehen. So, und dann zeige ich euch jetzt noch eine letzte Übung, die ich in meiner Anfangszeit immer wieder gern gemacht habe. Auch schon was eher für Fortgeschrittene, könnt ihr aber auch vereinfachen, zeige ich euch gleich. Nämlich die Scheibenwischer, so nenne ich die zumindest, schauen immer so aus wie Scheibenwischer. Da legt ihr euch einfach auf den Rücken, Beine in die Höhe und dann klappt ihr die Beine einfach nach links und rechts. Die einfachere Variante ist es mit angewinkelten Beinen, die schwerere Variante ist es mit den ausgestreckten Beinen. So, und da starten wir jetzt mal rein. Beine ausstrecken, Arme zur Seite, damit ihr da ein bisschen eine Stabilität aufbauen könnt und nicht auf den Boden legen, sondern einfach immer schön in der Luft lassen. Immer schön schweben lassen die Beine. Ist euch das zu schwer? Macht es einfach nur mit den Oberschenkeln. Macht die Übung gleich um ein Vielfaches einfacher.
denn die Hebelwirkung ist nicht so stark. Ihr müsst nicht so einen starken Hebel ausgleichen, wie wenn ihr die Übung so macht. Das Gesäß kann auf der einen Seite gerne abheben. Auf einer Seite sollte natürlich immer schön am Boden bleiben, der Rücken immer schön am Boden bleiben und kein Hohlkreuz, denn das ist ja genau das, was wir eben ausgleichen wollen. Und so stärken wir unsere Muskulatur auch auf der Seite wirklich effizient. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine wahnsinnig tolle Halteübung für euch. Die ist wirklich großartig, wenn es um eine längere Spannung der Muskulatur geht, um die Muskulatur richtig zum Brennen zu bringen. Irgendwann gibt jeder auf, auch der mit den stärksten Bauchmuskeln. Und zwar ist das das Boot. Und zwar super einfache Übung. Ihr geht in einen geraden Rücken, wichtig aufrechter Rücken. Nicht in diesen Krummrücken, sondern schön aufrecht. Lehnt euch etwas zurück und halten. Einfach halten, super easy, ganz einfache Übung. Ihr könnt dann auch noch anfangen, ein bisschen eine Bewegung, ein bisschen eine Dynamik reinzubringen, wenn ihr das möchtet. Gar kein Problem, ihr könnt das auch in die andere Richtung machen. Die Flutter-Kicks oder ihr macht es so. Gibt es verschiedene Variationen, wahnsinnig tolle, einfache Übung. Und jetzt gehen wir weiter zu den Daten. Wie oft sollte man das machen, wie viele Wiederholungen und so weiter. Bis gleich. Natürlich gibt es, und das ist mir vollkommen bewusst, noch unzählige andere Übungen, die ich auch immer wieder mal für den Bauch einsetze, um etwas Abwechslung reinzubringen. Aber das Video ist schon so lang, da werde ich vielleicht nochmal ein zweites Video zur Rumpfmuskulatur bringen. Zu den Wiederholungen. Kraft ist eine tolle Sache. Aber wir sollten bei der Bauchmuskulatur, weil wir ja länger unterwegs sind, auch darauf achten, dass wir diese Kraft nicht nur zu einer kurzen Zeit aktivieren können, also eine kurze Kontraktion schaffen und dann ist es vorbei, sondern wir wollen auch ein wenig die Ausdauer der Muskulatur triggern. Deshalb sind 5 bis 6 Wiederholungen einfach zu wenig. Ungefähr 12 bis 16 Wiederholungen solltet ihr bei einer Übung schon machen können. Das ist das Mittelding zwischen dem Muskelaufbau und der Möglichkeit, euch ins Schwitzen zu bringen. Und nicht nur den Muskel zu fordern, sondern auch das Herz-Kreislauf-System. Bei den Halteübungen solltet ihr 20 Sekunden plus minus anpeilen. Solltet ihr weniger Haltedauer oder Wiederholungen schaffen und es ist bereits die leichteste Übungsform, dann kein Problem. Einfach so lange weiterüben, bis ihr irgendwann im Idealbereich angekommen seid. Also macht ihr von jeder Übung 12 bis 16 Wiederholungen oder eben ungefähr 20 bis 25 Sekunden. Habt ihr alle Übungen einmal durch, fangt ihr einfach von vorne an und macht das komplette Bauchmuskel-Workout insgesamt 3 bis 5 Mal, je nachdem, wie lange ihr es schafft. Habt ihr mal Lust auf ganze Workouts von mir, im Sinne von Workouts zum gleich selber mitmachen, oder interessiert euch das eher weniger, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, dann kann ich auch dazu gerne mal was Dementsprechendes produzieren. Wie oft sollte man die Bauchmuskeln denn trainieren? Naja, für den Bergsport und für eine allgemeine solide Stabilität reicht es ehrlicherweise aus, wenn man sich 1 bis 2 Mal die Woche an dieses Workout setzt. Wichtig ist es, regelmäßig zu trainieren und immer dran zu bleiben und nicht nach einem Monat zu sagen, dass man keine Lust mehr hat oder doch noch was anderes vorhat. 20 Minuten, mehr braucht das nicht, um das einmal komplett herunterzuspielen, nach der Arbeit, vor dem Schlafengehen, wie auch immer. Das sind 20 bis 40 Minuten die Woche, die euch langfristig vor echten gesundheitlichen Problemen und Rückenschäden bewahren. Zuletzt muss man auch sagen, ja, der Grund, warum der Bauch und der untere Rücken so gerne vernachlässigt werden, ist eben, weil man für den Bergsport abseits des Kletterns nicht direkt davon profitiert. Hier geht es aber um ein langfristiges Investment in den eigenen Körper. Nächste Woche am Donnerstag geht es dann der Zone 4 an den Kragen, Intervall, Puls um die 180, Kämpfen ohne Ende. Seid gespannt, da seht ihr mich dann mal wirklich leiden. Wenn euch dieses Trainingsvideo gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, damit ihr künftig keine Videos mehr verpassen könnt. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!